Ja, dann die spannende Frage, wie argumentiert Volkswagen momentan? Wir haben die ersten Klagen eingereicht. Von den 10 Klagen, die vom Landgericht Braunschweig herangezogen worden sind, um ein solches Musterverfahren zu eröffnen, sind 5 von uns geführt worden. Wir haben hier die Klageschriften eingereicht, haben hier schon die ersten Antworten der Volkswagen-Anwälte bekommen. Und die Argumentation ist hier sehr darauf angepasst, was die Öffentlichkeit bereits weiß und was bereits nachzuweisen war. Volkswagen bestreitet nicht, dass entsprechende Schummelsoftware, sogenannte Defeat-Devices, eingebaut worden sind. Volkswagen bestreitet nicht, dass die amerikanischen Behörden hier in erste Ermittlungen eingestiegen sind. Aber die Argumentation der Volkswagen ist hier sehr beeindruckend. Die Argumentation ist nämlich dahingehend zu sagen, wir haben das Problem gesehen, aber das Problem kam uns beherrschbar vor. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, es gab nach Ansicht von Volkswagen Möglichkeiten, sich hier mit den amerikanischen Behörden zu einigen, Vergleiche zu erzielen, wie es angeblich in der Vergangenheit schon andere Autohersteller geschafft hätten, und dann dieses Problem, überspitzt gesagt, unter den Teppich zu kehren, sodass daraus gar kein kapitalmarktrechtliches Problem, gar keine Auswirkungen auf den Aktienkurs gegeben wären. Und die zweite Argumentation von Volkswagen, diese ganze Thematik war eine Thematik, die sich im Konzern entwickelt hätte und die an den wesentlichen führenden Spitzen erst sehr, sehr spät erkannt worden ist. Da wird im Musterverfahren noch sehr stark darüber zu diskutieren sein. Wir haben Ihnen unten im Link für Interessierte einmal kurz die Internetfundstelle dargestellt, in der das Musterverfahren veröffentlicht ist, der sogenannte Vorlagebeschluss, in dem genau zusammengefasst ist, über welche Punkte in diesem Musterverfahren nun zu verhandeln sein wird. Für Sie als betroffener Anleger heißt das, halten Sie weiter die Augen offen, warten Sie auf Neuigkeiten zur Eröffnung des Musterverfahrens, melden Sie sich vielleicht jetzt schon, wenn Sie Interesse haben, sich dann an dem Musterverfahren zu beteiligen. Wenden Sie sich an einen spezialisierten Anwalt, der Sie an dem Musterverfahren beteiligen kann, und bleiben Sie informiert, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Die Chancen für Anleger, hier den entstandenen Schaden ersetzt zu bekommen, sehen wir als sehr gut. Für Rückfragen habe ich Ihnen unten nochmals die Kontaktdaten unserer Kanzlei eingeblendet. Gerne können Sie sich direkt an uns wenden. Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören. Über die weitere Entwicklung in dem Volkswagen-Abgasskandal halten wir Sie selbstverständlich gern auf dem Laufenden.